Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Und wird gerade Tag. Wir haben keine, doch Steine haben wir hier. Die nehme ich mal mit. Die brauchen wir auf der Insel ja eigentlich nicht. Habe ich schon so viele? 5 Stück können wir da mal mitnehmen. Steine, Seil haben wir auch. Wir haben noch ein paar Schettel und sowas. Wir werden sofort rüber donnern. Welches nehmen wir an? Nehmen wir ruhig das Baumfloß. Vielleicht werden wir nochmal Bäume holen. Arg. So. Wir werden sofort rüber donnern und weiterbauen. Ne? Weil ich habe bemerkt, und ihr vielleicht auch, dass morgens die, die Kannibalen und Monster eher weniger aktiv sind. Die pennen immer lange, schätze ich mal. Dass die immer sehr lange pennen. Weil die ja die ganze Nacht durch die Gegend rennen. Hier der Laternenhaini, der kraxelt die ganze Nacht mit seiner Laterne auf dem Rücken durch die Gegend. Und seine drei lustigen 4 Kumpels, die folgen ihm. Ja, ist ja klar, dann pennen die natürlich bis mittags oder so. Und bis dahin können wir hier schon unser Tagewerk verbracht haben, weil wir schlafen ja nachts, wie es das gehört. Ah, nee. Moment, stopp, ich bin aufgelaufen. Ah, stopp. Ich brauch gar nicht die Pfeiltasten drücken, das verwechsel ich immer so ein bisschen. Wir fahren wieder da vorne hin, würde ich sagen. Da war es ein bisschen besser zum Anlegen, ne? Hier so. Die Koffer sind wieder geschlossen, das ist gut. Wir können noch was trinken. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Nacht geregnet hat unbedingt. Hier ist nicht so tief, hier kann man raus. Guck mal, unser Schatten da, total cool. Ich wurde jetzt gefragt, wo man den, wo man denn den Speer findet. Ich dachte eben schon, die sind schon wieder da, das wäre ein Ding gewesen. Wo man den Speer findet man nicht, den, also wie man den craftet, den kann man nicht craften, den kann man nur finden. So viel dazu. Okay, Steine. Hier Koffer. Trinken tun wir auch gleich mal einen Schluck. Hungrig sind wir nicht, wir haben gut gegessen, lecker Fisch und so. Ist da noch Sonne? Nö. Was? Boah, guck mal, wie weit er werfen kann. Alter! Das ist bestimmt so ein Olympionik. Bestimmt ein Kugelstoßer gewesen. Oder sowas. In der Art. Da sind auch noch 2. Mal sehen, ob wir das alles einsammeln können. Ja, ein bisschen Schnappes. Gucken wir gleich nach Strandgut. Können wir auch noch mal gucken. Wir müssen uns unbedingt mal so ein Regal bauen, wo wir zum Beispiel Arznei und sowas drin sammeln können. Ach, die Falle. Die ist jeden Tag wieder gespannt. Das ist ganz lustig. So, und dieser Busch wächst auch wieder. Jeden Tag. Jeden verfluchten Tag. Wächst dieser Busch. Ah, ist ja gar nicht so schlecht. Oh, gut. Hier ist auch noch ein Stein. Ich weiß auch nicht, warum der immer wächst. Hier, da kriegen wir, glaube ich, auch Stickies raus. Das wollte ich mal ausprobieren. Mal nehmen wir jetzt nicht die moderne Axt, nehmen wir mal die einfache. Hä? Wie viele Schläge brauchen wir dafür? So einen kleinen ollen Stamm hier. Alter. Ist die so schlecht, oder was? Jetzt. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Sind nämlich nur Stickies, aber eine ganze Menge. Das ist ganz gut. Dann werden wir nämlich mal hier in unserem Latten-August weiterbauen. Ey, guck mal, was hier an Hasen rumrennt und Viehzeug. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch... Ey, 9 Schettel müssen da dran? Alter Schwede. Wir hätten ja gestern hier einige umgebracht, ne? Von den Brüdern. Sind aber weg. Die haben wir irgendwo hier hingeschmissen. Ja. Die haben gebrannt, ne? Die sind schon weggegammelt. Oder ihre Kameraden haben die geholt. Kann natürlich auch sein. Hm, wir können unten am See was trinken. Oder... Ja, am See könnten wir was trinken. Okay, passt mal auf. Wir müssen erstmal arbeiten. Das hat ja alles keinen Sinn. Gearbeitet werden muss. Nochmal kurz Zischdecke. Das kostet uns ja keine Zeit. So, ho, ho, ho. Hier, das ist so eine Schädelkeule, die haben wir auch. Die habe ich allerdings noch nicht. So, ein Zahn. Machen wir die mal ein bisschen stärker, die Axt, oder? Ich weiß nicht, ob das beim Holzfällen überhaupt was bringt. Okay, jetzt haben wir die voll ausgerüstet. Vielleicht können wir die noch ein bisschen schneller machen. Unten sieht man jetzt so eine Liste. Habt ihr die gesehen? Nochmal eine Feder. Das ist Speed und das ist Damage. Damage können wir jetzt noch einen höher setzen. Also Damage ist ja dann Stärke. Okay, das sollte reichen. Dann rüsten wir die mal aus gleich. Aber vorher machen wir uns nochmal 1, 2, 3, 3 Arrows. Wie war das jetzt nochmal? Ein Stick. Wir können nämlich auch
Brandpfeile machen, glaube ich. 5 Arrow. Also brauchen wir wahrscheinlich eins. Ach, brauchen wir noch Federn, genau. 3, 4, 5. So, haben wir Pfeile. Ich würde hier gerne mal einen Brandpfeil rausmachen. Jetzt haben wir hier einen Brandpfeil. Zwei Brandpfeile. Ich glaube, den Bogen müssen wir auch noch. Jetzt haben wir Brandpfeile und Bogen. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Okay, Freunde. Und ich würde gerne hier noch echt eine Tierfalle aufstellen. Das machen wir auch noch. B. Kannibalen sind gerade noch nicht da. Gott sei Dank. Wir können auch nebenbei ein bisschen ausruhen. Traps brauchen wir. Fallen. Animal Trap. Wo bauen wir die mal hin? Hier, ne? Hier rennen die ja immer lang. Hier so. Bisschen weiter weg. Drehen wir noch mal ein bisschen. Ach so, rotieren. So. Oder sind da hinten noch mehr Viecher? Hier unten an dem Baum, wollen wir die hier hinstellen? Okay, brauchen wir noch ein paar Stickies. Das kriegen wir aber hin. Wir müssen ja eh hier die Bäume noch wegkacheln. Alter, jetzt hat die richtig Speed, die Axt. Speed! Need for Speed. Und vielleicht rennt ja irgendwie rein. Kann sein, dass es jetzt nur Stickies gibt. Ja, gibt nur Stickies. Und auch nicht gerade viel, ne? Ich brauche auch noch 31 Sticks. Seid ihr irre? Ich möchte das hier gerne alles wegfällen. Ich möchte hier freie Sicht haben. Auf die Kameraden, ne? Ich trink mal einen Schluck. Wir können jetzt übrigens auch hier den Kochpot nehmen. Und können ihn hier im Wasser, glaube ich, auffüllen. Ja, hier, eh. Irgendwo kann man den hier auffüllen. C. Jetzt haben wir hier altes, gammeliges Wasser drin, ne? Das müssen wir noch abkochen, ne? Ganz klarer Fall. Quatsch. Okay, wir haben kaum Zeit verloren. Keine Panik auf der sinkenden Titanic. Ich würde sagen, wir stellen erstmal die Falle auf, ehe wir jetzt hier weiter Holz machen. Da sind auch noch ein paar Dinger drin, ne, sogar. Okay. Hier haben wir auch noch einen Rollbusch. Der muss auch weg. Ah, der wird morgen wieder da sein. Das weiß ich jetzt schon. Und kann sein, dass da hinten dann schon irgendwo schon das eingeborene Dorf ist, weil von da kommen die ja immer, ne? Die Typen. Den hier wollte man noch umhauen, ne? Da liegen auch noch Sticks. Und durstig sind wir deswegen immer noch. Vielleicht können wir mal eine Cola trinken. Gönnen wir uns mal den Spaß, oder? Wir haben nur noch drei Cola da. Oh, eine Feder. Okay, schauen wir mal. Oh, es gibt Gewitter, alles gut. Dann füllen sich unsere Dinger auf. Okay, wir brauchen noch 10 Sticks. 10 Sticks. Würde ich den hier noch ganz gerne wegfällen sogar. Es geht um freie Sicht, ne? Hauptsächlich. Cola findet man, glaube ich, ganz selten in den Koffern. Deshalb, Achtung, Baum fällt. Ja, ist auch wieder nur ein Ola-Sticky-Baum. Gras können wir auch mal gebrauchen. Ey, da kommt ja nichts raus. Ist ja ätzend. Müssen wir nochmal einen richtigen Baum fällen. Da hinten den. Der muss noch weg. Jenna. Hier sind wir ganz schön in Gefahr, dass die uns hier über den Weg laufen, ne? Ich will. Entschuldigung. Kleiner Huster, den ich natürlich hinterher raus flexen werde. So, jetzt nehmen wir uns hier noch ein paar Sticks mit. Hier liegen auch noch ein paar rum. Ha, hast du Glück gehabt, ne? Auch. Joa. Quatsch. Ja, Freunde, es geht weiter, weil oh, der ist ja ganz knapp neben unseren Dingen hier geknallt. Ich habe irgendwie das Gefühl, die kommen gleich immer angeschissen. Könnte schon gut sein. Können wir noch irgendwo einen Baum fällen? Hier haben wir die schon so ziemlich alle weg, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie es hier hinten weitergeht. Ich weiß nur, dass hier ihr Wanderweg ist. Aber wir können keine Sticks mehr mitnehmen. Okay. Wir müssen auch sowieso erstmal zum Lager. Ich muss unbedingt was trinken. So geht das nicht. Ah, da war noch ein. Warte, da war noch ein Schamm. Lass mal los. Den können wir doch hier noch draufpacken.
C. Gut. Ja. Ehe die kommen, ne? Verpieseln wir uns hier mal ganz schnell. Mit Volldampf voraus. So, okay. Ausruhen müssen wir uns auch gleich mal. Da essen wir auch was. Ja, alles gut. Lass los. Lass den Schlitten los. Ja, leider hat unsere Falle nichts gebracht. Jetzt gibt es ein richtiges Gewitter. Jetzt gibt es ein richtiges Gewitter. Alter. Wir haben keine Hütte, in der wir uns verkrabbeln können. Haben wir eigentlich hier hinten noch Stämme, die wir fällen können? Erstmal was trinken. Überleben muss gesichert sein, ne? Auch. Und ich glaube, die Koffer sind wieder zu. Sehr gut. Ja, das ist ganz gut. Seil, ja. Ein Seil wird angezeigt. Das ist ein Seil, an dem ich gerade hänge. Das ist richtig. Also das Spiel macht immer noch tierisch Spaß. Das ist echt total genial. Okay, durstig sind wir nicht mehr. Könnten noch mal ein paar. Ach, hier habe ich noch einen Fisch, den können wir noch grillen. So, jetzt darfst du da dein liebes Big-Feuerzeug rausholen. Er macht er am allerliebsten, ne? Mir lass das Anzünder. Das Feuer anzünden. Ach so. Eh. Ja, so, feini. Da freut er sich immer, wenn er das Feuer anzünden darf. Das ist immer seine Lieblingsbeschäftigung. Ausdauer ist total runter. Fisch packen wir mal drauf. Setzen wir uns mal kurz auf eine tiefgelegte Bank. Oh, guck mal, Regenbogen, schön. Seht ihr rechts, der Balken füllt sich jetzt langsam wieder auf. Und da brät der Fisch, da sind die Möwen. Federn haben wir, glaube ich, noch ein paar. Pfeile haben wir uns ein paar gemacht und ganz wenig Holz gefällt. Das müssen wir gleich noch ein bisschen verbessern. Oh, Federn. Oh, ey, der muckert. Der muckert. Eat. Also essen, eh. Okay, wir sind nicht mehr durstig, wir sind nicht mehr hungrig. Und wir haben eine Menge Koffer. Jetzt will ich mal gucken, habt ihr eben darauf geachtet, wie viel das gekostet hat mit dem, mit der Axt? Quatsch. Die wollen wir nicht aufrüsten. Haben wir alles rausgenommen? Ja, ich glaube schon. Koffer sind wieder geschlossen. Also Gott sei Dank, unsere magischen Koffer hier, die. Oh. Funktionieren immer noch. Leg doch mal das Feuer weg. So. Also, voll gegen Fels gehauen. Na, die ist jetzt stumpf. Okay. Ist hauptsächlich Close drinnen, glaube ich, ne? Ja, Pillen. Siehst du, und da schmeißt es gleich runter. Gut. Weiter im Text. Wir fällen hier hinten Bäume jetzt. Gute Axt nehmen. Die gute Axt, die gute Axt. Machen wir es hier auch noch mal ein bisschen schicki. Müssen wir uns wahrscheinlich unseren Einkaufswagen holen, ne? Schätze ich mal. Wir brauchen noch Sticks unbedingt. Ja, warum, wo ist denn die Axt da? Ganz ruhig bleiben, Brauner. Ja, der fällt schon mal. Können wir hier gleich noch ein paar Sticks holen? Ah, die können wir nicht mehr mitnehmen, genau, so war's. Das war das Problem. Es liegen die Stämme hier, die holen wir jetzt gleich. Ey, die Ausdauer, die geht immer echt so schnell runter. Kurz mal gucken, ob hier wieder Kannibalisten anwesend sind, aber sieht nicht so aus. Okay. Weiter im Text. Runter zur Falle. Yeah. Jetzt kann ein Hase reinrennen. Es dürfen Hasen kommen. Da holen wir noch die Stämme von hier oben. Sticks brauchen wir sowieso immer. Immer. Immer einsammeln, wenn er sowas findet. Auch Steine und sowas. Immer einsammeln. Ich weiß, ich mache das auch nicht. Rede nur immer dumm davon, ne? Und da ist noch einer. Aber man sollte das schon eigentlich machen. Ah, nee. Ich kann nichts bauen, wenn ich zwei riesige Monsterbaumstämme in der Hand habe. Auf der Schulter. Das tut mir derzeit auch ganz schön weh. Ah, da kann ich euch ein Liedchen von. Da hinten gehen sie lang, seht ihr so? Aber wir gehen nur nach hier. Da sehen die uns ja nicht. Wasser abkochen. Ja, machen wir dann auch noch. Obwohl das eigentlich Quatsch ist. Aber wir haben so viel Trinkwasser durch unsere Schildkrötendinger, dass wir da nicht extra noch was abkochen brauchen. So, den müssen wir jetzt richtig fallen lassen hier.
Ja, das so ungefähr, so dass er auch nicht am Strand runterrollt, das wäre mir ganz lieb. Also die sind noch da ganz hinten, die Brüder. Ja, ist doch gut jetzt. Noch irgendwo Sticks, die ich einsammeln kann oder irgendwas? Nö. Hey, stehen bleiben. Ja, die Palisade ist natürlich erstmals vorrangig, ne? Viele haben ja auch schon gesagt, Mensch, erkunde noch mal ein bisschen die Insel. Ist natürlich richtig, machen wir ja auch noch. Die kommen mir bestimmt gleich lang. Warum können wir jetzt hier durchgehen? Hä? Da hat man doch dicht gemacht. Alter Schwede, geht das mir auf den Sack. Oh, da kommen sie, da gehen sie schon wieder. Warum ist denn das hier jetzt schon wieder kaputt? Das gibt's doch wohl nicht. Haben die Typen da schon wieder eingerissen? Hier überall. Die haben das hier überall eingerissen. Hier vorne auch. Hier müssen wir natürlich wieder dicht machen, ganz klar, ne? B. Ja, da ist er. Hier machen wir wieder dicht. Das, so geht das nicht, Freunde. Das können wir so nicht machen. Ist ja nicht weit. Warum macht er das jetzt nicht? Das ging letztes Mal schon nicht so richtig, ne? Ey, ich will doch hier nur ein paar Dinger hinsetzen. Das gibt's doch gar nicht. Das macht er einfach nicht. Er sitzt hier keine Stämme hin. Das ist natürlich fatal für uns jetzt. Wenn er das nicht macht. Rechte Maustaste, ja. Dann springt er wieder auf die andere Seite rüber. Das ist, sehr schlecht. E. Ich will doch hier nicht auch noch so ein Ding hinbauen. Der soll jetzt hier anschließen, verdammt. Macht er nicht. Ich kann doch hier keine Steinmauer hinbauen. Wir haben ja nicht ewig Zeit, ne? Das ist ja auch noch, kommt auch noch erschwerend dazu. Nochmal. Es. Er will hier einfach nichts hinbauen. Das jetzt hier so lang ziehen? Ich meine, wir können hier gerne so eine Doppelmauer machen. Das ist nicht das Problem. Hauptsache, wir können hier irgendwas hinbauen. Hä? Warte mal. So. Moment. L. Linke Maustaste. Nein, so ganz bestimmt nicht. Ja, das tut mir jetzt gerade leid, dass es jetzt hier so lange dauert, aber es ist einfach gerade eine fricklige Angelegenheit. Okay, ist das dicht oder kommen die hier durch? Bin mir noch nicht ganz sicher. Verdammt. Wenn wir natürlich hier mehr reparieren müssen, als wir überhaupt schaffen. Hier sind noch zwei Stämme, die holen wir gleich mal. Dann, ja, kommen wir nicht voran. Das ist echt ein Problem. Aber wir dürfen uns nicht von denen fertig machen lassen, von den Brüdern. Okay, einer wahrscheinlich noch. Ich kann auch noch mal was loswerden. Gut. Bei der Mauer, die wir da gebaut haben. Ich hoffe, die kommen da unten nicht durch. Oh. Hau ab. Na, den werden wir so schnell nicht los. Das ist, glaube ich, nur einer. Wir sind noch ganz fit eigentlich. Keksriegel könnte ich mal essen, da haben wir sowieso so viel von. Zack, zack, zack. Hey, die lassen uns nicht in Ruhe, ihr könnt es mir glauben. Warte. Aggressiv vorgehen. Ja, guckst du, ne? Ja. Alter, was macht er denn jetzt? Pack doch mal das Feuerzeug weg. Oh, der war hart drauf. Der war echt hart drauf, wa? War das jetzt nur einer? Bestimmt, weil ich so ermüdet war schon. Alter Schwede.
Warte, ich nehme mir mal, pack dir mal woanders hin. Es wird schon wieder dunkel. Arg. E. G, meine ich, für droppen. Also für ablegen, den Bruder. Nee, ich brauche einen Kopf. Shuttle brauchen wir. Warum haut der jetzt immer die Arme ab? Okay. Gucken. Ah, da hinten ist schon wieder einer. Lattenheini. Ja, ich würde sagen, wir gehen fahren morgen mal zu der anderen Insel rüber und holen uns da wieder unsere Stämme. Und hauen hier jetzt gleich erstmal ab. Das hat ja keinen Sinn. Wird schon wieder dunkel. Weil sonst machen die uns hier immer die ganzen Zäune kaputt. Und meine Nachbarn machen mir immer die ganzen Zäune kaputt. Und guck mal, was wir schon wieder an Kröten heute verloren haben. Unglaublich. Unglaublich. Diese Typen. Ja, komm, trink mal einen Schluck. Bisschen durstig sind wir ja noch. Und, ja, auf der Bank können wir uns dann drüben setzen. Kleiner Husterschnarch hinter natürlich raus. Ja, jetzt laufen die Hasen hier rum, ne? Also, ab durch die Mitte mit unserem schönen Holzfloß. Ich glaube, wir holen uns morgen echt nochmal Holz von unserer alten Abbaustelle. Das ging, glaube ich, etwas besser. Kein Hai anwesend. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie ich das Ganze noch so ein bisschen verbessern kann, ein bisschen besser hinkriegen kann, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Aber alles in allem kommen wir hier eigentlich ganz gut klar, muss ich sagen. Bis da auf die Tatsache, dass unsere Festung noch nicht richtig stabil ist und dass sie uns ständig irgendwas davon einreißen, was mir total auf den Zylinder geht. Arg. Also, morgen geht's rüber zur anderen Insel, würde ich sagen. Ja, wir werden gleich mal versuchen zu schlafen. Ist ja noch ziemlich früh am Tag. Wir können noch ein paar Fische fangen und die noch auf unseren Ständer hängen. Einen können wir uns noch frisch braten. So, zack. Steine können wir immer gebrauchen, klar. Den Speer brauchen wir mal. Da ist er. Da ist er. Quatsch, du sollst den nehmen. Der ist total gut, der Speer. Damit können wir wieder Steine mitnehmen. Ja, den Steinständer haben wir echt voll gebratzt. Hier sind ja meistens Fische. Fische? Hier waren nochmal Fische. Habe ich die schon, da. Da. Kann wahrscheinlich eh keine mehr aufnehmen. Ja, deshalb kriegt er die auch nicht. Alles klar, ich habe die Botschaft verstanden. Ach ja, Freunde. Das Mikro ist... Das gibt's doch gar nicht. Ist mir schon ein paar Mal passiert, dass das Mikro runtergerutscht ist. Ich kann nicht sagen, warum. Das ist mal wieder hochgebogen. Merkwürdig. Irgendwie spukt's hier. Ein Fisch braten wir uns jetzt mal. Hier den, der sieht am leckersten aus. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann mich doch nicht nur von Fisch ernähren, verdammt. Hä? Hat er den jetzt reingepackt? Ja, anscheinend. Ja, tiefschwarze Nacht ist es schon wieder. Ich pack mal meinen Speer weg, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Nehmen wir mal hier das Ding, das Ding. Können wir die eigentlich noch aufrüsten? Mit 10 und... Und 10? Nee, anscheinend nicht. Ach ja, ja, Trauben. Ah, toll. Das wird ja wieder eine lustige Nacht, wenn es regnet. Ich möchte ja auch gern mal ein bisschen reisen. Moment. Ich möchte auch gerne mal ein bisschen reisen. Jetzt kannst du das Feuerzeug wieder wegpacken. Hey. Ha! Was sind das für Höhlengeräusche? Hört ihr die? Das Tröppeln von der Höhle? Fehler. Gut, Dorsi sind wir nicht hungrig, sind wir nicht. Das war's, meine lieben tapferen Freunde. Bisschen durcheinander heute. Morgen fahren wir wieder Holz fällen und dann geht's uns besser. Also, bis morgen.